So, wir melden uns auch mal wieder aus dem Urlaub. Das heißt, eigentlich ist der Urlaub ja schon vorbei. Aber naja, so ein paar Impressionen sollen es ja doch noch geben. Wir waren gestern, auch gestern war ein komischer Tag, war so ein bisschen regnerisch. Wir waren mal kurz spazieren zur Klosterruine, die ist hier so ganz in der Nähe. Kann ich mal so ein paar Bildchen einblenden. Und ja, was halt cool war, war, dass das Wasser so verdampft ist auf dem Asphalt. Ich hoffe, man sieht das auf dem Video. Kann ich euch auch kurz einblenden? Ich glaube, du hast es gefilmt. Ja, ja, deshalb kann ich es ja einblenden. Das ist so schlau. Ja? Und ja, jetzt heute sind wir unterwegs. Wir laufen jetzt ein Stückchen zum Nachbarsee. Und da werden wir uns treffen mit... Sagen ich nicht. Sehen wir ja dann. Wir treffen uns halt mal wieder mit jemandem. Genau, ne? Wir treffen uns. Mit wem soll man sich schon treffen hier im Westerwald? Ja. Also, los geht's. Kommen am Wiesensee und hier ist ein Café und wir sind, naja, 8 Minuten zu früh, aber ich bin mir fast sicher, dass wir uns hier gleich treffen werden. Ich kann es mir nur so vorstellen. Wir haben jetzt die Hälfte des Sees etwa umrundet und legen jetzt ein Päuschen ein. Hier ist so ein schöner Kiosk und wir können hier gemütlich sitzen, was trinken. Oh, schaut mal, da ist Angies Hintern. Da freut sie sich ja, wenn ich das jetzt ins Video schneide. Und naja, wir gönnen uns jetzt ein kaltes Getränk und dann geht's weiter den Rest des Sees. Und wenn wir damit dann fertig sind, dann kehren wir nochmal ein und dann schauen wir weiter. Wir haben eigentlich hier eine echt schöne Tour und Viehzeug schon gesehen, Enten, Libellen, jetzt gerade ein Frosch über den Weg gehüpft, aber da sind wir natürlich nie schnell genug, um den zu filmen. Hm. Aber wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir die Runde geschafft kriegen. Wir haben hier durchaus Leute dabei, die des Wanderns nicht so gewöhnt sind. Schau bitte nach vorne. Er leidet. Hm. Wie das so ist, ne? Wenn man mit Frank unterwegs ist, wird man direkt zum Drohnenflug genötigt. Ja, ohne Drohne geht da gar nichts. Wenn ich alleine unterwegs gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich viel zu faul gewesen. Aber das ist manchmal schön, wenn man so einen kleinen Stupser bekommt. So habe ich wenigstens geile Aufnahmen gemacht. Genau, und für alle, die sagen, da dürft ihr nicht fliegen, nicht ganz richtig. Der See ist Naturschutzgebiet und vom See weg ist alles erlaubt. Deshalb sind wir einfach an der Grenze vom See hochgeflogen und haben dann einen wunderbaren Blick auf den See gehabt. So muss man es machen. Wir haben das richtig gemacht. Richtig. Endlich sind wir angekommen. 10,5 Kilometer haben wir jetzt hinter uns und jetzt werden wir uns gleich
was gönnen. Ein Eis oder Waffeln oder wie auch immer. Und ja, Frank schwitzt auch ein bisschen. Naja, wir gönnen erstmal. So, das Eis ist aufgegessen. Die riesen Getränkebecher sind leer. Wir machen uns auf den Weg. Frankie ist jetzt so nett und fährt uns die 2,5 Kilometer zurück zum Campingplatz. Und dann gibt es heute einen ruhigen, bisschen Grillen noch. Hä? Ja, jetzt grillen wir noch ein bisschen und dann machen wir ganz gechillt und gucken, was wir morgen machen. Und dann langt es auch für heute, ne? Denke ich auch. So, wir sind wieder da. Wir wurden abgesetzt. So, und vor damit. Kamerateschchen noch rausholen. So. Ist ja nicht so, als wären wir nicht ohne Gepäck unterwegs gewesen. Nur ein bisschen. So. Oh, du hast gerade deinen Mundschutz verloren, Anne. So. Gut. Ah, wir sind wieder da. Das Zelt wird aufgemacht und gleich der Grill an. Lecker gegessen, ey. Ich sag euch, die Steaks, das waren so Nackensteaks eingelegt mit so einer Hot-Chili-Marinade. Und die war auch mal wirklich würzig scharf. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. So schön mit Ciabatta-Brot und oh, lecker. Und jetzt werden wir gleich unseren Rotz wegspülen. Und dann läuten wir den Abend ein und dann ist hier sowieso das Licht weg. Von dann sitzen wir hier dann mit unseren Campinglämpchen. Ja, morgen weiß ich noch nicht genau, wie ich vlogge, was ich vlogge, warum ich vlogge, ob ich überhaupt vlogge, aber eigentlich würde es sich anbieten, weil wir morgen einen ausgedehnten Spaziergang, nennen wir es mal so, machen zur Holzbach-Schlucht. Schlucht. Also, ich denke, Name ist Programm und ich nehme auf jeden Fall mal die Kamera mit. Lohnt sich ja immer, ne? Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns ja für euch wahrscheinlich morgen, weil ich werde die ganzen Videos ja hintereinander hochladen, auch wenn ich da vielleicht einen Tag Pause dazwischen habe. Aber wir sehen uns morgen. Ne? Na, ciao!